Das war Spanisch und bedeutet so viel wie kleines Schulchen. (lacht) 2007 brachte Elisa Schmidt die Idee der Escolita von ihrem Austauschschuljahr in Argentinien mit nach Stralsund. Wir in der Escolita, wir treffen uns jeden Samstagvormittag in der Schulzeit mit Kindern aus sozial schwachen Familien aus der Umgebung, bereiten mit ihnen ein Frühstück zu, nehmen das dann mit ihnen zu uns. Dann haben wir eine Art Lernphase, in der wir mit den Kindern auch Hausaufgaben machen und Lernspiele machen und anschließend gehen wir noch raus, wenn das Wetter es erlaubt und spielen mit den Kindern. Die Escolita ist so für viele Kinder eine Art zweite Familie geworden. Also ich finde, das Besondere an der Escolita ist einfach, es ist auf jeden Fall jeder willkommen, egal von wo er kommt, egal wie arm oder reich er ist oder welche Hautfarbe er hat, sag ich mal, oder welche Macken er hat. Ja, ich finde die Escolita gut, weil wir auch hier lernen und dann zusammen was machen. Und dann können wir auch mal ein bisschen von unseren Eltern Abstand halten hier. Ja, also durch Escolita bin ich auch viel, viel kreativer geworden. Die Projektmitglieder unterstützen und begleiten jedes Kind in die Escolita ganz individuell und schaffen ein Gemeinschaftsgefühl, was den Kindern sonst oft fehlt. So ein bisschen den Halt gibt, dass sie wissen, sie haben noch jemanden, mit dem sie reden können, weil viele ja auch aus komplizierten Familien kommen. Und dann ist es auch immer schön, wenn man hingeht und den Kindern helfen kann und dann reicht es auch schon, wenn man von denen nur ein Lächeln kriegt. Jugend hilft, findet, das sollte Schule machen. Dann kannst du es allen zeigen, musst Gefühle nicht verschweigen. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand.